Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Stiere. Herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die zweite Monatshälfte des November 2020. Bin sehr gespannt, liebe Stiere, wie das jetzt alles weitergeht im November. Hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit und es läuft alles. Es kann sein, dass ich hier andere Energien aufgreifen werde, wie auch schon im kompletten Monatsreading zu sehen waren oder vielleicht auch im ersten Halbmonatsreading. Es kann aber auch sein, dass diese Energien sehr identisch sind. Es ist auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches, dass es auch andere eben aufgreifen wird hier in dieser Legung. Und ich möchte euch wieder auf die Links in der Infobox aufmerksam machen. Findet dort den direkten Link zu meinem Kanal, zu dem Kanal meiner Mutter werdet ihr dort gelangen, zu den Social Media Links, zum weiterführenden Reading natürlich. Auch zu Infovideos, alles was euch interessieren könnte, liebe Stiere, könntet ihr dort unten finden, wenn ihr denn möchtet. Die weiterführenden Readings, ich muss jetzt noch einmal auf Vimeo zurückgreifen, aber ich bin guter Dinge, dass ich ab Dezember wahrscheinlich dann die weiterführenden Readings über eine neue Plattform anbieten kann. Da bin ich mir relativ sicher und ja, ihr seht immer noch diese Karten hier. Meine neuen Karten sind leider immer noch nicht da, liegt an der Post wahrscheinlich gerade, ich weiß es leider nicht, aber sei es drum. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die zweite Novemberhälfte 2020 meiner Stiere. Ordnung schaffen, liebe Stiere. Es gilt hier potenziell für euch in einer bestimmten Situation Ordnung zu schaffen. Das sagt diese Hauptenergie hier aus. Dieser Elch hier, dieser Hirsch, ich glaube es ist ein Hirsch mit seinem Staubwedel hier im Maul, putzt hier die Wolken. Ja, Ordnung schaffen. Ich denke, darunter können wir uns alle etwas vorstellen, liebe Stiere. Es geht hier um Angelegenheiten und Situationen, die vielleicht nicht für euch oder für einen bestimmten Menschen oder mehrere sehr angenehm sind und diese gilt es nun zu bereinigen. Ordnung zu schaffen kann auch dahingehend bedeuten, dass hier Konflikte bewältigt werden sollen, Kompromisse geschlossen werden könnten hier, kann ich mir alles unter dieser Hauptenergie sehr gut vorstellen. Die Zahl 21 hat vielleicht eine tiefere Bedeutung für euch, liebe Stiere, das wisst ihr sicherlich selbst besser als ich, aber ich frage mal die Karten hier, ob die Legung wirklich so schön ausschaut wie die beiden hier, werden wir gleich sehen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die zweite Novemberhälfte 2020 meiner Stiere. Wir haben hier die 7 der Schwerter und die 8 der Schwerter schon mal. Drei der Kelche, Gericht und die 8 der Stäbe fallen hier raus. Interessant, ich habe hier eine Zuspitzung von 7 der Schwerter auf 8 der Schwerter. Es gibt hier die 3 der Kelche in der Mitte des Readings. Das Gericht und die 8 der Stäbe schließlich. Okay, die 10 der Stäbe ist eure erste Outcome-Karte hier. Bitte wundert euch nicht, dass ich mich mit den Erklärungen noch etwas zurückhalte. Ich versuche so die Videos etwas kürzer zu machen, da ich ja dann während des Readings, beziehungsweise wenn die Karten liegen oder liegen, sowieso die Karten der Reihe nach durchgehe. Eine Klärung bitte zu den 7 der Schwerter. Der Wagen. Okay, sehr schön. 8 der Schwerter. 7 der Münzen. 3 der Kelche, bitte. Oh, 4 der Schwerter. Viel Gedankenkraft hier, viel Schwertenergie bei eurer Seite oder auf der Seite einer bestimmten Person, liebe Stiere. Eine Klärung zum Gericht, bitte. Das Rad des Schicksals, okay. Rad des Schicksals auf Gericht. Das ist Turmniveau hier. Eine Klärung bitte noch zu den 8 der Stäbe. Die Königin der Schwerter. Okay, das zweite Outcome sind die 4 der Münzen hier. Bin ich mal gespannt, festhalten an dem, was man hat, oder irgendjemand ist hier ziemlich stur. 3 der Kelche, 4 der Schwerter in der Mitte. Eine Klärung zum Wagen, bitte. Die 2 der Stäbe.
Ja, es gilt hier in manchen Situationen eine gewisse Ruhe zu bewahren. Man sieht es hier drin schon in der Konjunktion. Ich habe schon zwei Wartenkarten, aber auch die schnellste Karte habe ich schon. Die 7 der Münzen, bitte. Königin der Kelche. Klärung zu den 4 der Schwertern, bitte. Das ist die 6 der Stäbe. Okay, eine Klärung zum Rat des Schicksals, bitte. Königin der Münzen, das dürftet ihr sein, liebe Stiere. Und eine Klärung noch zu der Königin der Schwerter. Die 3 der Kelche, die habe ich doppelt drin, sogar in Konjunktion mit dem Rat des Schicksals hier. Das ist interessant. Der Ritter der Kelche ist das potenzielle dritte Outcome hier. Ich rücke mal die Karten schön zurecht. Drei Kelche hier unten auch noch. In der Mitte diese 4 der Schwerter. Das ist gedanklicher Rückzug. Es geht hier tatsächlich viel um Durchdenken, beziehungsweise um eine gewisse Situation, eine gewisse Streitsituation möglicherweise zwischen euch und einem bestimmten Menschen hier, möglicherweise aber auch was einige Menschen angeht, könnte hier auch ein Familienthema sein für den einen oder anderen, liebe Stiere, aber es gilt hier auf jeden Fall logisch und überlegt an die Sache heranzugehen. Ich habe hier wenig Impulsivität, ich habe hier zwar Wartekarten hier in dieser Konjunktion, aber mit dem Wagen darauf geklärt, ist hier was sehr viel Schnelleres passiert, als es womöglich im Moment ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in eine bestimmte Situation eine Stagnation hineingekommen ist. Es war auf jeden Fall in der Vergangenheit mal ein Progress zu sehen, in einer gewissen Situation ein Fortschritt, eine Zusammenarbeit möglicherweise, liebe Stiere. Und die ist etwas eingeschlafen. Der Wille ist hier aber wieder etwas in die Gänge zu bringen, beziehungsweise etwas neu zu beleben, beziehungsweise hier etwas mehr Bewegung oder Geschwindigkeit hineinzubringen in eine bestimmte Situation. Man sieht es am Wagen, an den 8 der Stäben, auch an der Königin der Schwerter, vor allem an der Ausrichtung. Der Wagen hier schaut nach rechts, das heißt zukunftsorientiert, hier auch zukunftsorientiert. Ich sehe hier niemanden, der zurückblickt, was in der Vergangenheit wohl passiert ist. Man sieht es hier ein bisschen drin, dass da auf jeden Fall aber etwas Unaufrichtiges, Unehrliches, etwas Zwieträchtiges, könnte man fast schon sagen, passierte. Liebe Stiere, ich meine, ihr seid hier unten auf jeden Fall in der Königin der Münzen vertreten. Man sieht es hier, es ist die Hofkarte im R-Zeichen. Das könnte natürlich auch ein Steinbock, eine Jungfrau sein. Ich meine aber euch darin zu erkennen, liebe Stiere. Und es könnte sehr, sehr gut sein, dass ihr mit einem gewissen Menschen eine gewisse Ruhephase gerade durchlebt. Das könnte ich mir hier vorstellen. Man sieht es hier in der Königin der Kelche und ihr könntet es mit einem Wasserzeichen zu tun haben, liebe Stiere. Es muss nicht sein. Es kann aber auch jemand sein, der viel Wasserenergie in seinem Chart hat. Ein Fisch, ein Krebs, ein Skorpion möglicherweise. Ja, und ihr beide konjungiert hier. Und ihr konjungiert hier beide mit den 4 der Schwertern. Das ist ein gedanklicher Rückzug. Das ist hier erst einmal. Ja, etwas auf das Abstellgleis stellen, gedanklich, mental gesehen natürlich, um etwas zu überdenken. Und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt und der richtige Progress in dieser bestimmten Situation, liebe Stiere. Die Ordnung schaffen ist eure Hauptenergie. Wie schon gesagt, es gilt hier etwas wieder in die Gänge zu bringen, könnte ich mir vorstellen. Etwas zu bereinigen, beziehungsweise einen Streit zu schlichten oder eben die Verhältnisse korrekt und ja gegenseitig sozusagen anzupassen. Der eine will hier schneller als der andere, beziehungsweise der eine zieht an einem Strang, der andere zieht an einem anderen Strang und es bewegt sich im Prinzip nichts. So oder so ähnlich ist hier die Hintergrundstory, liebe Stiere. Die 7 der Schwerter hier macht den Anfang. Es handelt sich hier um Lug, Betrug, Diebstahl. Es könnte sich hier um Ghosting handeln. Beziehungsweise ist das hier jemand, der sich einer Situation entzogen hat. Diese Situation, um die es hier auch generell in diesem Reading hier geht, könnte sich in der Vergangenheit dementsprechend ereignet haben, liebe Stiere, dass hier jemand euch sozusagen nicht verlassen hat, obwohl das kann natürlich für einige von euch auch so der Fall sein. Ich meine, es gab hier eine Zusammenkunft, eine Zusammenschaft oder Zusammenheit, kann man auch sagen. Und der eine hat sich dieser Zusammenhalt distanziert. Und das mit dem Wagen, der darauf geklärt ist, relativ plötzlich und sehr, sehr schnell, liebe Stiere. Ich meine, das kann
eine Beziehung natürlich sein, eine Partnerschaft sein. Es kann sich aber auch um ein Arbeits- oder Familienverhältnis zwischen euch und einer ganz bestimmten Person hier drehen. Kann auch freundschaftlich basiert sein. Jemand ist hier in der Vergangenheit aber ziemlich schnell gegangen. Diese sieben der Schwerter, die haben etwas mit Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit zu tun. Es kann sein, dass hier einer gekniffen hat, als es dann mal etwas holprig wurde. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, in welchem Bezug das hier steht. Und das kann für einige von euch arbeitstechnisch sein. Das sagt mir hier diese Konjunktion. Es kann für viele aber euch, von euch auch liebestechnisch basierend sein, weil ich die drei der Kelche habe, die drei der Kelche hier habe. So oder so, liebe Stiere, ich meine, da hat euch jemand sitzen lassen. So auf Deutsch gesagt. In welcher Situation auch immer. Bedenkt bitte, es ist ein allgemeines Reading, liebe Stiere, aber es gibt hier einen Menschen, der euch hat sitzen lassen in einer bestimmten Angelegenheit. Ich sehe das aber in der Vergangenheit. Der Wagen darauf geklärt, Fortschritt, Progress. Es ist die schnellste Karte im Tarot. Ihr könntet es direkt mit einem Krebs zu tun haben, liebe Stiere. Das muss aber nicht sein. Ich sehe hier auf jeden Fall dieses plötzliche. Hier Wagen auf die sieben der Schwerter geklärt, das ist ein plötzliches Verabschieden. Ganz schnell weg hier aus dem Staub gemacht sozusagen. Wagen, wie gesagt, schnellste Karte im Tarot. Er ist hier aber auch zukunftsorientiert und das heißt für mich, diese Person und ihr macht weiter, ihr geht im Prinzip euren Weg. Ich meine, diese Wege, liebe Stiere, haben sich in der Vergangenheit gezweigt. Ihr wart vorher auf einem gemeinsamen Weg, nun haben sich in der Vergangenheit diese Wege getrennt und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man hier einen Schleichweg, sagen wir in Franken da, ich weiß nicht, ob das ein allgemein deutscher Begriff ist, ehrlich gesagt, sozusagen eine Abkürzung, die nicht jeder kennt, das ist ein Schleichweg. Dass man hier einen Schleichweg nehmen möchte und das kann von euch aus oder von eurem Gegenüber aus kommen hier, liebe Stiere, der eben diese beiden Wege, die sich getrennt haben, in Zukunft wieder miteinander verbinden soll, beziehungsweise euch wieder näher aneinander bringen möchte. Das kann ich mir hier sehr gut vorstellen mit der zukunftsorientierten Ausrichtung des Wagens und auch da die zwei der Stäbe darauf geklärt sind. Die zwei der Stäbe handeln einerseits von einer Wartezeit, andere Deutungsmöglichkeiten der zwei der Stäbe ist aber auch ein neuer Weg. Das ist hier ganz klar in dieser Konstellation und ich werde so wahrscheinlich auch das Reading nennen, der Schleichweg. Das ist eine Gabelung in der Vergangenheit gewesen und man möchte hier wieder auf die richtige Spur kommen, beziehungsweise auf eine gemeinsame Spur kommen. Das ist hier die Grundintention und ganz, ganz stark in der ersten Sparte zu sehen. Nur wie macht man das? Das ist die Frage hier. Die Acht der Schwerter, das sind innere Gefangenschaften, gedankliche Gefangenschaften auch vor allem. Man überdenkt hier eine Situation. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da ich in der Königin der Kelche euren Gegenüber sehe und er hier drauf spiegelt, meine ich, liebe Stiere, dass euer Gegenüber hier Chancen, Wege und Möglichkeiten gesucht hat. Und bevor er aber diesen Weg eingeschlagen ist, hat er eine Kehrtwendung gemacht. Das hier ist ein Vor und Zurück, das ist ein, bevor man etwas tut, lieber nochmal drüber nachdenken und dann lieber ja, den Schwanz einziehen und... kein Wagnis eingehen. Das ist so diese Energie hier. Man sieht es auch sehr, sehr schön in dieser Konstellation hier, dass hier jemand, und ich meine, es ist euer Gegenüber, der hier drauf spiegelt, aber in Bezug zu euch, hier in dieser Konjunktion, ja, sich in einer inneren Gefangenschaft befunden hat. Acht der Schwerter auf vier der Schwerter in der Konjunktion, das ist die Hälfte. Und dieser Mensch hat sich eben vor allem gedanklich und mental zurückgezogen. Hier die Halbierung von 8 auf 4. Und hier unten seid ihr, liebe Stiere, als die Königin der Münzen repräsentiert. Und ich meine, euer Gegenüber wollte sich gedanklich von euch distanzieren. Nicht um euch zu vergessen, sondern eben um den richtigen Schritt zu tun. Sieht man hier sehr, sehr gut drin, denn auch die 7 der Münzen auf die 8 der Schwerter geklärt sprechen von einem Wollen, aber noch nicht Können oder ein Können, aber noch nicht Wollen. Es ist eine Wartezeit, eine Geduldsprobe hier angezeigt. Und euer Gegenüber hier in Form der Königin der Kelche hat sich darauf geklärt, ja, ganz schön viel Zeit gelassen. Das kann man so sehr, sehr gut sehen. Man kann aber auch sagen, er wollte sich Zeit lassen, um eben den richtigen Schritt tun zu können. So oder so gesehen, liebe Stiere, und hier in der weiteren Konstellation befindet sich euer Gegenüber davor, den ersten Schritt zu machen. Man sieht es hier, Königin der Kelche, vier der Schwerter und das Gericht. Königin der Kelche, euer Gegenüber, der gedankliche Rückzug bzw. das Anordnen oder Strukturieren der Gedanken bzw.
hier rauszukommen und einen Weg zu finden, wie man den Weg auch beschreiten kann. Und ich erinnere mich gerade wieder an Morpheus. Zitat Matrix. Irgendwann wird dieser Mensch hier in dem Fall erkennen, dass es ein Unterschied ist, ob man den Weg nur kennt oder ob man ihn beschreitet. Eines meiner Lieblingszitate, und das ist von Morpheus, aus Matrix auf jeden Fall. Und das wollte ich jetzt mal gesagt haben, denn ich komme hier unweigerlich auf dieses Zitat. Das Gericht hier ist eine Einsicht, eine Erkenntnis, beziehungsweise auch ein Weckruf und eine Auferstehung. Das kann man hier auch sehr, sehr gut sagen. Mit dem Rat des Schicksals darauf geklärt, handelt es sich hier tatsächlich um Ereignisse. Schicksalshafte Ereignisse, die, ne, da sind wir wieder beim Hauptthema, einen Weg hier ebnen. Ich komme hier noch zu den drei der Kelche natürlich, denn ich greife manchmal etwas vor. Die drei der Kelche heißt Reconciliation, das ist der englische Fachbegriff dafür, und ich sehe hier keine Dreierkonstellation, liebe Stiere, ich sehe hier eine Wiedervereinigung, zumindest in den potenziellen Energien, die hier vorherrschen. Drei der Kelche, Rat des Schicksals, drei der Kelche. Es ist hier nicht nur der Wunsch eures Gegenübers, dass man sich hier wieder vereint, sozusagen, beziehungsweise, dass die Interaktion, eine gemeinsame Interaktion, wieder aufgefrischt oder intensiviert werden soll. Ich meine, es ist auch in eurem Sinne, liebe Stiere. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen für einige von euch. Weil ich hier auch eine konjugierende Königin der Schwerter habe, könnte es sich um eine Art Dreierkonstellation handeln. Dann meine ich aber eher nicht, dass das eine partnerschaftliche Dreierkonstellation ist, sondern dass da jemand ist, der in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass euer beider Interaktion von euch und eurem Gegenüber hier, die hier aufeinander spielen und zwischendrin ist der Erfolg hier, dass die ein bisschen so in die Brüche gekommen ist, beziehungsweise auf den falschen Weg geraten ist, um bei dieser Metapher mit den Wegen zu bleiben. Das kann hier für einige von euch der Fall sein, ich sehe es aber nicht für jeden so resonierend. Die Vier der Schwerter darauf geklärt. Wie schon gesagt, es gilt hier dafür, es gilt hier im Prinzip für diese Wiedervereinigung, für die gemeinsamen Wege, die in Zukunft wieder dort sein sollen, den richtigen Schritt zu tun. Nicht einen Schritt zu tun, sondern den richtigen Schritt zu tun. Hier kommt euer Gegenüber potenziell raus aus diesem Vor- und Zurück hier. Wie mache ich das? Kann ich das überhaupt? Und so weiter. Und indem er sich hier mit diesen Vier der Schwertern gedanklich zurückzieht und das Ganze strategisch, logisch und hier mit den Sechs der Stäben auf die Vier der Schwerter geklärt, erfolgsorientiert und zielgerichtet auch etwas durchdenkt, analysiert, kommt es hier unweigerlich zum Gericht. Die Sechs der Stäbe, wie schon gesagt, Erfolg, Erfolgsdrang, Sieg und Siegeswille ist darin repräsentiert. Der Erfolg hier ist zwischen euch beiden stehend und das ist, glaube ich, euer beide Orientierung, liebe Stiere. Das Gericht hier, wie schon gesagt, ich sehe hier ein Ereignis, ein schicksalshaftes Ereignis, was hier mit dem Rat des Schicksals auf das Gericht definitiv ausgesagt wird. Ihr könntet es auch direkt mit einem Schützen zu tun haben. Ich habe hier auch noch ein Wasserzeichen, ein Erdzeichen, ein Luftzeichen. Liebe Stiere, bitte versteift euch nicht auf diese Sternzeichen, die ich immer nenne. Im Prinzip kann das jeder Mensch sein, vorausgesetzt natürlich, er hat Wasser in seinem Chart, Erde, Luft in seinem Chart. Das kann natürlich dann auch ein Aszendent sein, ein Venuszeichen, ein Mondzeichen sein. Das kann natürlich sehr, sehr vieles sein. Die Rat des Schicksalskarte auf das Gericht handelt von die weichen Stellen. So kann man das sehr, sehr gut sagen. Es werden hier Ereignisse von dannen gehen, potenziell ausgelöst von euren Gegenüber. Hier ist die Handlungsebene zu sehen, mit dem Wagen natürlich auch relativ bald. Zeit ist fließend, bitte beachtet das trotzdem nach wie vor, liebe Stiere, aber euer Gegenüber kommt hier in die Pötte. Im Prinzip hat er das Gaspedal gefunden, so um es mal etwas salopper auszudrücken. Da werden hier einige Veränderungen auf euch bzw. durch euren Gegenüber auf euch zukommen, liebe Stiere. Das sehe ich hier für die meisten von euch tatsächlich sich so ereignen. Mit dem Rat des Schicksals innerhalb einer Legung deutet es auch auf etwas Schicksalhaftes hin, auf etwas, was passieren soll. Und danach kann sich der richtige Weg auch weiterführen. Das sagt das Rat des Schicksals vor allem auch mit der Klärung auf das Gericht aus. Die Königin der Münzen auf das Rat des Schicksals geklärt. Das seid ihr im Prinzip, liebe Stiere. Euer Gegenüber hier hält euch für eine Person, die er nicht umsonst getroffen hat. Dieses Treffen war auch vorherbestimmt. Also das sieht man sehr, sehr gut, wenn man hier eine Hofkarte, in dem Fall eure Karte, hier auf das Rat des Schicksals klären kann. Heißt das, es ist hier nicht eine zufällig dahergelaufene Person in dieses Leben oder in das Leben des Gegenübers hier gekommen, sondern das hat schon eine Bedeutung.
Eine Lernaufgabe kann damit repräsentiert sein, beziehungsweise auch der richtige Weg kann dadurch repräsentiert sein. Und ich meine, es gilt hier für euch auf jeden Fall, eurem Gegenüber auch zu zeigen, dass ihr hier nicht derjenige seid, der hier einfach nur für halb voll genommen werden kann, sondern es gebührt euch im Prinzip etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr Wertschätzung, die euer Gegenüber euch potenziell in der Vergangenheit vielleicht nicht so richtig rüberbringen konnte. Das kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall sieht das euer Gegenüber sehr bald ein durch diesen Weckruf, der hier auf euch spiegelt. Er wird hier eine Art Erkenntnis, vielleicht sogar eine Erleuchtung haben, was euch und einem gemeinsamen Weg hier symbolisiert durch das Rad des Schicksals betrifft, liebe Stiere. Die 8 der Stäbe handeln hier von Bewegung und Kommunikation. Ich meine, es geht hier um tatsächlich beides. Vorrangig sehe ich hier eigentlich immer die Kommunikation drin. Ich meine aber auch, hier geht es tatsächlich um Bewegung. Das habe ich hier im Wagen drin, ich habe es hier auch drin. Ich habe es im Rad des Schicksals symbolisch dargestellt ebenso drin. Und hier die Weggabelung mit den 2 der Stäben, die darauf spiegeln hier. Ich meine, es geht hier tatsächlich um einen Fortschritt von eurem Gegenüber. Es geht hier definitiv um eine Zielsetzung und eine klar definierte Zielrichtung. Das sagt mir hier auch die Königin der Schwerter auf die 8 der Stäbe geklärt. Königin der Schwerter, zielstrebigste, ehrgeizigste Karte im Tarot auf jeden Fall. Die hat einen ganz, ganz klaren Zukunftsblick hier. Und ich meine, es geht hier tatsächlich um die mentale Einstellung eures Gegenübers, vielleicht auch um eure. Bitte denkt dran, Rollen können vertauscht sein. Es kann auch sehr, sehr gut eure Intention hier sein, liebe Stiere. Ich meine, es geht hier nicht oder es ist hier keine Person per se dargestellt, sondern hier geht es ganz, ganz klar um die Zielorientierung. Hier zu sehen, hier zu sehen. Und mit den 3 der Kelchen ist das Ziel einer Wiedervereinigung dargestellt, liebe Stiere. Man sieht es hier sehr schön in dieser Konstellation, hier in dieser Konjunktion. Und ausgehend von den 2 der Stäben, das ist hier der neue Weg, den man einschlägt, beziehungsweise ist das hier im Prinzip der Schleichweg, von dem ich gesprochen habe. Ja, nach einer gewissen Wartezeit. Und ich meine, einige eurer Gegenüber, vielleicht auch ihr, liebe Stiere, ne, haben sich hier sehr viel Zeit gelassen in der Vergangenheit, um eben diese Wiedervereinigung, hier diese Konjunktion vollendend anzustreben, beziehungsweise tatsächlich auch energisch genug zu visualisieren, beziehungsweise zu manifestieren und zu erreichen. Das sieht man dann in der weiteren Konjunktion. Liebe Stiere, die Outcome-Karten, die 10 der Stäbe, eine Last ablegen, beziehungsweise ein Brett vom Kopf haben, das kann man hier auch sehr, sehr gut sehen. Es geht hier um Schaffenskraft, es geht hier um Tüchtigkeit und ich meine, um diesen gemeinsamen Weg wieder erzielen zu können, beziehungsweise ihn beschreiten zu können, gilt es hier für euch und für euren Gegenüber vor allem um anzupacken. Anpacken, das sieht man hier sehr, sehr stark in dieser Karte hier. Es kann sich sehr, sehr gut um beidseitige Arbeit aneinander selbst oder miteinander handeln. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Mit den 4 der Münzen hier meine ich, es ist eine Deutungsmöglichkeit der 4 der Münzen ist an dem festhalten, was man hat, beziehungsweise was für einen von Wert ist. Und das ist hier dieses Stichwort, denn von Wert, liebe Stiere, seid ihr dieser Person hier potenziell nicht geworden, aber er ist jetzt in der Lage, potenziell natürlich hier gesehen mit dieser zielstrebigen Ausrichtung, euch diesen Wert auch zu vermitteln. Ich meine, es gab hier eine Situation, vielleicht in der Vergangenheit, liebe Stiere, wo euer Gegenüber nicht mehr in der Lage war, euch eine gewisse, angemessene Wertschätzung entgegenzubringen. Und durch dieses Gericht hier mit dem Rad des Schicksals drauf, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Wert nicht nur erkannt wird, sondern er auch dazu bereit sein kann, beziehungsweise auch willens ist, euch diese Wertschätzung zu überbringen, zu übermitteln. Denn etwas Ähnliches sagt hier auch der Ritter der Kelche aus. Das ist jemand, der hier ein Angebot überbringen möchte, das meistens mit einem emotionalen bzw. einem gefühlvollen Hintergrund behaftet ist. Das kann sich hier sehr, sehr oft um Komplimente handeln. Es kann sich hier auch sehr, sehr gut, vor allem in der Konstellation hier, um Entschuldigungen und den Drang zur Wiedergutmachung handeln. Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Wasserzeichen, ich sehe in diesem Wasserzeichen hier euren Gegenüber. Ich meine, hier versucht euer Gegenüber tatsächlich an dem wieder zu arbeiten, was im Prinzip euch beiden, vielleicht auch nur unbewusst, ein Ziel wert ist. Das könnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, liebe Stiere. Es geht hier darum, wirklich einen Schleichweg zu finden,
der eure beide Wege, die sich in der Vergangenheit getrennt haben, wieder zusammenzuführen. Das könnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt partnerschaftlich oder beziehungstechnisch sein. Ich sehe hier einfach einen Menschen, der mit euch sich sehr, sehr viel mehr Interaktion wünscht, als es im Moment der Fall ist, liebe Stiere. Die Karten schaue ich mir jetzt auf jeden Fall im weiterführenden Reading an, liebe Stiere. Wenn ihr hiermit resoniert, wenn ihr euch hier drin wiedergefunden habt und ihr das gerne in Anspruch nehmen möchtet, tut dies gerne. Unten in der Infobox ist der erste Link dafür. Ich wünsche euch sehr viel Kraft, liebe Stiere, sehr viel Geduld, wenn sie angebracht ist, Mut, wenn es darum gilt, diesen Schritt zu machen auf eurer Seite. Definitiv hoffe ich, dass ihr mit dieser Situation zurechtkommt und ich hoffe, euer Gegenüber bleibt auf dem Gaspedal. Wenn es denn so rum resoniert, liebe Stiere, lasst es mich gerne wissen. Lasst mir auch gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet, da. Herzlichen Dank dafür. Ich sehe das nach wie vor natürlich sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Stiere. Und bis dahin, macht es gut.